So, heute geht's weiter mit Defense Speed anbauen und wir mal gehen in die Terroristenfalle. Aber ich will mal kurz gucken. Wir brauchen 2000, wir brauchen die Kohle dafür. Nee, ich will keine. Warte mal. Die wollte ich haben hier. Jo, wir gehen raus. Wir kriegen ein Auto angeblich. Das ist immer gut. Vor allem umsonst. So, okay, auf geht's. Das fragen, ist ihnen die Antwort eh egal. Das stimmt. Ich will ja nicht Missy Miss Mach's besser raushängen lassen. Toller Spitzname. Aber du musst es echt mal besser machen. Meine tolle Managerin. Als deine Managerin habe ich dir mehr Rennen organisiert. Naja, das ist ja auch dein Job als Managerin. Ja, du solltest gut reinpassen. Was soll das denn heißen? Stell dir das Ganze als eine Art Rennen mit Stützrädern vor. Das verstehe ich nicht. Du gegen ein paar andere Fahrer, die vielleicht nicht so toll gefahren sind. Warum klingt das, als müsste ich in den Kindergarten zurück? Speedy, das würde ich dir nie antun. Das ist ganz leicht verdientes Geld. Ich fühle mich trotzdem, als würdest du mir gleich noch ein Pausenbrot schmieren. Aber okay. So ist's fein. Also zeig denen, dass du wie die Großen Fahrrad fahren kannst. Oh. Abgeschleppt? Okay. Darf ich jetzt durch? Ja. Ich will zu dem Event da unten. Ich will das so ein bisschen abkürzen, die Nummer. Was sind wir denn hier eigentlich? Was schlagst du denn jetzt? Ach so. So, dann gehen wir mal zu dem Event. Ich will nämlich die Kohle mitnehmen und das Auto mitnehmen. Was haben wir denn hier für das Tisch ja wahrscheinlich wieder, ne? Natürlich. Die gleichen, die Chaoten. Wie vorher auch. Ach, wir nehmen was als Links, den werden wir doch sowieso, werden wir wahrscheinlich schlagen. Pass auf, jetzt gibt es was, die ganze Zeit. So, wir haben wieder ein paar Events hier, wieder die gleichen Chaoten wie vorher auch. Diesmal sind wir in der Touristenfalle. Lass das Rennen beginnen! Du willst wirklich gewinnen, was? Ja, ja, das. Super. Jetzt sind wir sogar noch Siebter. Cheers, wir sehen uns am Ziel. Vor allem eine schöne Strecke, die hier unbekannt ist. Und dann noch im Dunkeln. Ja, lass mich. Alter! Gehen wir dir auch? Wie sind wir denn Vierter? Das sieht das Gott sei Dank nicht so weit weg. Oh ja, warum eigentlich immer ich? Warum eigentlich immer ich? Warum kriege ich immer auf die Socken? Warum passiert mir immer irgendwas? In anderen Höhe, bitte. Ja, sowieso nicht. Ist sowieso nicht machbar jetzt gerade mehr. Der kann doch gerne bleiben, aber trotzdem. Was hast du gemeint, ehrlich?
Komm schon, lass mich vorbei! Bitte! Du wärst, wenn du mal hinten fährst. So, jetzt bin ich Zweiter, aber Justicia ist schon wieder durch. Da hatte ich jetzt mal 0,0 Chance, weil ich die Strecke auch nicht kannte. Die hat 5 Sekunden Vorsprung, die Olle. Wow! Oh nein, weil du nachdenkst, ist, da habe ich egal. Ich kann nicht sicher, das waren die Kohle. Ich muss das Ding jetzt innerhalb von 3 Versuchen noch gewinnen. Aber wie gesagt, wir wurden ja die 7000 abgezogen, die durfte ich ja nicht nehmen. Wir sehen uns an der Ziellinie. Darauf habe ich gewartet. Jetzt geht's los. Haben sich Letzter, ja, natürlich. Nein, 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 warum brichst du mir jetzt als erster aus, warum? Nein, ich muss Letzter werden, komm, zählt ein Fauler vorbei. Mann, ich war Erster, warum zur Hölle gehst du da in die Balustrade, warum? Warum zur Hölle gehst du mir auf, warum? Nee, du darfst das Rennen definitiv nicht gewinnen. Du musst Letzter werden. Das geht nicht anders. Ah, Mann, ich war doch vorne. Mann. Ich war Erster. Und dann bricht mir die scheiß Karre da aus. Ich muss nicht fahren, das geht. Ja, das interessiert mich nicht. Ja, verloren. Definitiv. Ja, dann starten wir das ganze Ding neu, warum auch immer. Ich war Erster. Wir sehen uns an der Ziellinie. Das reicht nicht, um mich aufzuhalten. Ja, das war mir so klar. Das war mir so klar. Ich park mitten auf der Straße, damit du da reinfährst und da wieder Letzter bist. So, dann fahren wir das ganze Ding nochmal neu, weil es halt so schön ist. Jetzt ist der letzte Versuch, ich muss das Ding jetzt gewinnen. Ja, ja. Du bist gut. Ihr sollt euch ins Letzter. Ach ja. Ich darf meinen Einsatz nicht verlieren. Nicht schon wieder.
Come on. Ja, ich bin Letztsechster. Ich werde natürlich wieder von irgendwelchen Leuten überholt. Geh mir nicht auf Eier jetzt gerade. Ja, dann hat sich das eh wieder erledigt. Damit ist das Ding auch gegessen. Ja, das war's eh. Also wie gesagt. Ich sollte eigentlich gerade im Unterricht sitzen. Ist eh vorbei. Wofür auch? Gegessen, das Rennen. Die Nacht ist gegessen. Lass dir das nicht zu Kopf steigen. Klar, Boost gewinnt natürlich, wird natürlich vorbeigehen nach und damit war es das für uns. Damit war es das definitiv. Wir sind nur Dritter. Jetzt habe ich natürlich die scheiß Kopfstoch an der Backe. Sag ja, heute ist echt so ein Tag. Ich will auch mal euch nur loswerden. So, weg. Hey, Speedy! Weißt du noch, als ich meinte, ich könnte dir Arbeit beschaffen? Ja. Hast du was für mich? Ja. Es gibt da einen McLaren P1, der abgeholt und geliefert werden muss. Bist du dabei? Ernsthaft? So einen will doch wohl jeder fahren. Dann ist heute wohl dein Glückstag. Das war mal ich so schick sein. Dir den Standort. Okay. So. Ich will mal kurz eben noch schnell... Oh ja, ganz gut jetzt. So, haben wir nicht irgendwo noch einen... Ich mache Feierabend. Rydell ist noch in der Werkstatt und schaut das Spins-Spiel. Oh, toll. Hoffe, sie gewinnen. Weiß der Geier, warum er sich mit dem Team quält? Die hatten seit den 90ern keine Chance. Ja, die Hingabe ist bewundernswert. Loyal bis zum Ende. Oh, das ist ja süß. Das ist Ryder. Oh, Leute. Ich sollte euch in Kissen besticken. Bis dann, Tess. Du bist jetzt... Gut, du bist jetzt weg. Ich muss dringend unbedingt mal... Ich muss zur Werkstatt... zur Dings... Ja, das haben wir tatsächlich das erste Mal ein Event geschafft, was wir nicht gewinnen konnten. Aber wie gesagt, da wollte er alles gegen uns. Und wenn du mal Erster bist, dann bricht er die Karre aus und haut einfach die Dings rein. Why not? Warum auch immer, wie gesagt, mir das Auto ausgebrochen ist. Ich will jetzt mal in die Werkstatt, ich will die Kohle mitnehmen.
Wir machen zu. So, 6.900. Die Quali ist in 2 Tagen. Denkst du, Speedy ist soweit? Wir sind gut vorbereitet, aber Jess und ihre Crew auch. Die stecken angeblich viel Kohle in ihre Autos. Ich sorge dafür, dass wir mithalten. Sag Bescheid, wenn ich dir helfen kann. Vielleicht kann Speedy noch ein paar Jobs erledigen. Ja, mit 6.900. Ich guck gerade. Ja, 62, das ist nicht viel alles. Nee, das will ich auch nicht. Ich brauche eigentlich jetzt erstmal nur Antriebe. Aber ich dachte, wieso hat die Kohle mir abgezogen wurde? Ja, gekauft. Also damit haben wir Stufe A. Noch können wir keine Hilfs-Items dazu packen. Aber wir haben jetzt 165 als Stärke. So. Gut. Spielen. Donnerstag. Wir waren nochmal mit dem Auto, ne? Ein Langstreckenrennen steht an. Du kannst viel Kohle gewinnen, aber es wird auch mächtig Probleme geben. Also sei bereit. Also viel ist es nicht, also viel ist es nicht, aber warte mal, ich will das eigentlich das Ding. Ne, Überfahrt will ich auch nicht mal. Ich wollte eigentlich das Auto holen. Und dann das. Wo war das Ding? Lass mich raten, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich das Auto nicht finde, ne? Ja, geht's nicht. Hier wäre was, aber Drift-Event. Ich will kein Drift-Event, ich will eigentlich ein Dings-Event haben. Kann ich das... So. Lass mich raten, ich darf natürlich jetzt Riding the L nicht nochmal neu fahren, ne? Oder was? Das ist eine Situation. Nee, das will ich jetzt auch nicht fahren. Das wäre jetzt nochmal. Ja gut, ich muss ja Fahrzeugstufe B haben. Aber ich will eigentlich gerne. Ja, ich will eigentlich gerne, das Event fahren. Hast du das Spiel der Spins gesehen? Ich habe die Highlights auf dem Handy geschaut. Die hatten diesmal ja eine Defensive. Habe ich nicht gesagt? Es sah schlecht aus zuerst, aber vielleicht können sie dieses Jahr mal wieder mehr Spiele gewinnen als verlieren. Teamwork ist der Schlüssel. Das ist ein sehr lehrreicher Moment. Wir sehen uns heute Abend in der Werkstatt. Ja, darf ich warten? Ich darf natürlich jetzt... Habe ich jetzt echt keine... Ist das Event jetzt echt weg, weil ich in die Werkstatt gegangen bin? Okay, scheinbar, schade. Die Karre hätte ich gerne mitgenommen. Warum darf ich, ne, Stufe B? Achso, ja, ich habe ja jetzt A. Dann haben wir das Ding hier, oder? Würde ich sagen. Oder haben wir hier unten noch irgendwas, was ich jetzt nicht...
Was ist das hier? Puppete Takeover? Na gut, egal. Wir machen trotzdem mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir, was wir machen.